Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Matthias Langwasser und ich möchte dir heute eine Sache erzählen, die mein Leben nachhaltig verändert hat. Es war vor einigen Jahren, als ich mit meinem Sohn Elian, als er noch klein war, im Kindergarten im Wald unterwegs war und mich innerlich mit der Frage beschäftigt habe, ob ich mit dem Vertrieb von Regenwaldkräutern beginnen soll oder nicht. Ich hatte damals wie heute viele Möglichkeiten, kreativ tätig zu sein und auch viele Dinge, die mich begeistert haben. Und so habe ich auf dem Spaziergang meinem geistigen Lehrer die Frage gestellt, ob er mir einen Tipp geben kann, ob es für mich jetzt sinnvoll ist, die Regenwaldkräuter zu vertreiben oder nicht. Und er sagte mir einen Satz, der mich bis heute beschäftigt und der mein Leben nachhaltig verändert hat. Und zwar sagte er sinngemäß, weil wir immer auf Englisch kommunizieren: Ich möchte dir einen Tipp geben, den du in allen Lebenssituationen anwenden kannst. Tue nur Dinge, zu denen du ein 100% klares Ja hast, und lass alles andere sein. Und wenn du jetzt zu der Frage, ob du mit dem Vertrieb der Regenwaldkräuter beginnen sollst, noch kein klares Ja hast, dann warte einfach. Entweder das klare Ja kommt, dann beginnst du diese Tätigkeit, und wenn es nicht kommt, dann lässt du es sein. Und diese Regel solltest du in allen Lebenssituationen anwenden. Ich habe dann diesen Ratschlag im Laufe der Jahre sehr intensiv umgesetzt und auch sehr konsequent und wurde auch immer durch meinen geistigen Lehrer immer wieder erinnert, wirklich nur das zu tun, zu dem ich auch ein klares inneres Ja habe. Und mein Leben hat sich dadurch sehr nachhaltig verändert. Ich habe auch vorher schon viele Geschäfte gemacht, viele Dinge ausprobiert. Und ich muss sagen, seitdem ich diese Regel befolge, ist das, was ich begonnen habe, sehr erfolgreich geworden, weil ich einfach immer auf dieses klare Ja gewartet habe. Was ein weiterer Vorteil war, dass ich meine Zeit nicht mehr mit Dingen verschwendet habe, für die ich keine Energie hatte. Und auf diese Weise wurde mein Leben auch leichter und einfacher und klarer. Ich freue mich, dass ich diese Einsicht heute mit dir teilen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke.